Ihr habt bestimmt schon mal zumindest darüber nachgedacht, Mods und CC für The Sims 4 herunterzuladen. Damit ihr das aber tun könnt, müssen diese Inhalte ja auch erst von jemandem erstellt werden. Und auch ich habe in der Vergangenheit schon die ein oder andere Modifikation erstellt, die ich euch in diesem Video zeigen will. Auf Mod The Sims findet man noch einige meiner Mods. Man muss ehrlich sagen, die funktionieren auch leider gar nicht mehr so richtig. Also gerade die Karrieren, die ich mal 2017 erstellt hatte. Also hier Kindergärtner-Karriere, dann hier Feuerwehrmann, Hotelangestellter, Stylist habe ich hier gemacht und Nachhilfelehrer. Das ruft gerade schon lustige Erinnerungen wach. Hier mit den Screenshots, die es auch im Spiel zu sehen gab. Ich weiß leider gar nicht mehr, wer die erstellt hatte. Das war nämlich zum Teil gar nicht ich. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass bei einem Pack-Refresh von Andy Arbeit auch unbedingt eine Feuerwehrmann-Karriere mit reinkommen sollte. Ich habe dann auch für jede von den einzelnen Karrierestufen ganz lustige Beschreibungen geschrieben. Das hat zwar mega lang gedauert, war aber trotzdem auch ganz witzig. Also wie man sieht, es gab zwei verschiedene Zweige, die man so wählen konnte. Es ist aber wirklich, wirklich schade. Es gab früher ein Tool von einer Simmerin, mit dem man quasi eigene Karrieren erstellen konnte. Dazu hatte ich auch mal ein Tutorial hier auf dem Kanal hochgeladen. Aber die Seite wurde halt grob seit 2 Jahren nicht mehr geupdatet und seitdem funktionieren dann auch die Karrieren nicht mehr. Das ist wirklich ein großer Verlust für die Modding-Community, finde ich. Was aber heute immer noch funktioniert, ist dieser Cars-Raum. Den gibt es in 3 verschiedenen Farben. Könnt ihr euch auch in der Beschreibung runterladen. Den hatte ich in Kooperation mit dem Simmer der Cheyenne erstellt. Und ich weiß noch, wie nervig und aufreibend das war, das mit Blender alles zu basteln. Ja, im Nachhinein betrachtet sieht man schon, es existieren irgendwie keine Schatten in diesem Raum. Aber ganz ehrlich, ich finde, der macht immer noch irgendwie was her. Der Hintergrund hier ist leicht gefaked, das ist quasi nur ein Screenshot und auch der Spiegel hier reflektiert nicht wirklich. Da gibt es Zimmer, die das ein bisschen besser umgesetzt haben. Aber ganz ehrlich, den würde ich mir heute auch nochmal so runterladen. Dann habe ich auch mal eine Architekt- und Landwirt-Karriere erstellt, die ihr hier seht. Ähnliches Prinzip wie vorhin. Ich weiß leider auch nicht mehr, von wem die Screenshots waren. Damals gab es hier die Landhausleben-Erweiterung auch noch nicht, wie man sieht. Früher gab es ja auch noch die simsblog.de-Website und da habe ich mein kleines Herbst-Special hochgeladen, mit dem man eine Kreaturenjäger-Karriere im Spiel hatte und herbstliche Weltenkarten. Kleiner Fun-Fact, ich war früher ein riesiger Fan von der Simmerin Honeyball, welche genau diese Karriere dann mal in einem Video vorgestellt hatte und ich weiß noch, wie ich wirklich ausgerastet bin. Es ist schon ein lustiges Gefühl, wenn genau deine Lieblings-YouTuberin deine Mod ausprobiert und die quatschigen Texte, die du da reingeschrieben hast, irgendwie vorgelesen hat. Wie witzig. Die Herbstmod, die die Weltenkarten herbstlich bzw. gelb gemacht hat, funktioniert leider nur noch teilweise. Also man sieht, hier ist irgendwas kaputt. 2017 gab es natürlich die anderen Welten hier nicht, weshalb die auch nicht umgefärbt sind. Im Spiel funktionieren die Weltenkarten auch leider nicht mehr. Die sind jetzt hier immer noch grün. Aber so sah das dann ungefähr im Spiel aus. Ich habe das jetzt mal hier einfach raus extrahiert. Irgendwie total schade, dass das nicht Teil der Jahreszeitenerweiterung war, dass die Jahreszeiten nicht nur die einzelnen Welten, sondern auch die damit verbundenen Weltenkarten irgendwie beeinflussen. Das wäre doch eigentlich ein nettes Detail gewesen. Ansonsten habe ich modmäßig in der Vergangenheit noch einige Mods auf Deutsch übersetzt. Da kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, dass ich die Go-To-School-Mod gemeinsam mit Daniel von simfans.de übersetzt habe. Das hat auch unfassbar lange gedauert. Das waren jetzt definitiv nicht die krassesten Mods für The Sims 4, aber ich dachte, ihr fandet es vielleicht auch ganz witzig, mal zu sehen, was so meine Mods in der Vergangenheit waren. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt und bis zum nächsten Video.